Aha, ihre Tasche ist so voll. Warum denn? Eine HP-Banane! Und ein Brief. Moment. Ich weiß, ich habe mich gerade nicht ausgeblendet, aber Mia hat ihr eine HP-Banane gegeben. Und wenn sie die nicht haben will, soll sie sie zurückschicken. Und was sagt sie jetzt? Sumi hat eine Banane erhalten. Geht ans Gasthaus. Ah, das Einzige, was sie zurückerhält, ist die Schale. Das hatte ich ja einmal nicht richtig lesen können, weil es so schnell ausgeblendet worden ist. Also deswegen, Mia kriegt die Schale zurück. Die Banane wird weggeputzt. Okay, einer ist weg. Und der zweite auch. Sag dich doch. Die waren kein großes Problem. Und das freut mich ehrlich gesagt, dass sie kein großes Problem waren. Das ist doch ganz schön, wenn wir die einfach mal kurz eliminieren können. So. Ah, und das Gasthaus ist direkt um die Ecke. Wir werden aber jetzt noch wahrscheinlich zwei Missionen machen müssen, bevor wir bei dem Ding sind. Und Boris ist wieder gesund. Ein Hoch auf unseren Panzer, Boris. Es geht ihm wieder gut. Lee und Aiden sind Freunde geworden. Sie opfern sich jetzt. Jo, das ist gut. Unser Team wird immer besser. Und ja, wir sollen im Prinzip Pause machen. Ich spiele noch weiter. Ich will die Kiste haben und ich will in der Stadt ankommen. Definitiv, wir wollen... Oder ich will in der Stadt ankommen. Sie will eine neue Kleidung. Jetzt hat sie gerade ihre Urlaubskleidung gekriegt und jetzt kauft sie sofort sich ein Herzchenkittel. Was soll man sagen? Ist halt so. Neues Outfit. Immer mal wieder was Neues. So. Das lassen wir. Ein bisschen Gold sparen wir. Alles ist gut. Das Essen verteilen wir. Wo war der, der gerade kurz vorm Level abstand? Hier. Ich weiß, ist nicht optimal, aber Angriff wird gesteigert. Geht hoch und gleich wieder ein bisschen runter. Ist okay. Ich weiß, hat dir nicht geschmeckt. Soll man eigentlich so nicht machen, aber trotzdem alles gut. So, und dann hier im Zimmer von Aiden und Lee. Und mein nächster Trick, ich werde jetzt Micha imitieren. Was? Ja. Fast wie echt, fast wie echt. Naja, aber auch nur wirklich fast. Dieses Haja, das kann er viel besser eigentlich, der Micha. Aber was soll's. Er ist ja nicht hier, der Micha. Der ist in einem ganz anderen Zimmer und hat das Gott sei Dank nicht mitgekriegt, dass er imitiert worden ist. Das hätte sonst wieder Ärger gegeben. Ihr wisst das. Ihr kennt das. Und alle streiten sich dann. Ja, Vorwärtsmarsch. Ein paar Gegner. Drei Stück sogar. So, das ist jetzt hier wirklich so ein bisschen Fleißarbeit, weil wir nämlich an die Truhe noch wollen und im Prinzip durch die Gegend gerade durch müssen und hier nicht viel passiert. Storytechnisch geht es, denke ich, erst in der nächsten Stadt weiter, aber das kann ein wenig dauern. Liebste Freunde, yo! Das Pferd macht mit, da bin ich begeistert. Jetzt gucken wir mal. Nee, Schnauben reicht. Es schnaubt und haut weg und wir sind zufrieden. Es geht weiter. Gewonnen. Wie gewonnen, so zerronnen. 1140 Gold kann ich mich nicht beklagen. Wir können weiter. Und jetzt ist die Frage. Es geht auch nach unten. Ich denke, wir müssen geradeaus.
Die Truhe sieht aus wie geradeaus. Es geht zwar auch nach unten, also es kann auch sein, dass wir in eine Sackgasse rennen, aber ich gehe mal geradeaus. Ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass wir nach unten müssen und dann wieder ein Stück nach oben geführt werden. Das ist denkbar, muss aber nicht so sein. Hm, das Pferd futtert irgendwas. Was mag das sein? Ist das eine Wolke? Seit wann kann man die denn essen? Ob die wohl richtig süß oder fluffig schmecken? Hey Pferd, sind die Wolken lecker? Ich sollte die auch mal probieren. Na, besser nicht. Nachher isst man die Wolke so weit auf, dass man runterfährt. Fällt. Hast du das Pferd genannt? Ja, habe ich. Seien wir doch mal ehrlich, es hört doch wieder so auf keinen anderen Namen. Deswegen heißt dieses Pferd Pferd. Und es war mit voller Absicht so genannt worden. Genau wie der Hintergrund meiner Charaktere auch. Die haben alle irgendwo ein I im Namen. Und das hat auch den Sinn, weil, also zumindest dieser Gefährten-Mies hier, ja, die da, die haben alle ein I im Namen, weil nach Mi. Deswegen. So wurden die benannt. Tada! Was hättest du denn lieber, mein Guter? Ah, heute der Apfel. Dann krieg ich jetzt die Karotte. Ich danke dir. Ferdinand wäre auch ein guter Name. Definitiv, aber ich weiß nicht, ob du die alte Serie Columbo kennst. Columbo war ein Detektiv, also ein Polizist war er eigentlich mehr, aber der hat, also er war wirklich Polizist, ja, Mordkommission. Aber die Fälle waren immer so detektivisch aufgearbeitet, die der hatte. Und der hatte irgendwann auch einen Hund in einer Folge dabei. Lea, du kennst ihn, ja. Eigentlich kennt man ihn, wenn man ein gewisses Alter hat. Der war damals ein Klassiker. An dem kam man nicht vorbei, an Columbo. Und irgendwann hatte der mal einen Hund, ja, und seinen Hund dabei. Und dann wurde er gefragt, wie heißt denn das Tier? Und da sagte er, Hund. Wir haben versucht, ihm einen Namen zu geben, aber er hat auf nichts gehört und deswegen heißt der Hund Hund. So, und damit war die Diskussion beendet. Und das ist mir beim Pferd auch eingefallen, dass ich so dachte, dieses Pferd, das hat seinen eigenen Willen, deswegen heißt es Pferd. Wischiwasch, wusch und weg. Oma macht sauber. Na super machst du das. Und ich mach mal mit, das ist doch selbstverständlich. Und die Nähe von beiden wächst. Oma und Micha sind jetzt echte Freunde geworden. Besser geht's doch nicht. Und ehrlich gesagt, ich vermisse auch so eine Sendung wie Columbo damals. Die war ja im Prinzip so aufgebaut, man wusste, wer der Mörder ist. Nur die Frage, wie der Mörder überführt wird, das war immer die Frage. Und die hatte auch nichts wirklich Blutrünstiges oder sowas an sich. Auch nichts im Milieu Spielendes oder sowas, die Serie. Die war im Prinzip irgendwie familienfreundlich. Obwohl es um Mordfälle und Co. ging. Ne? Also, das hatte noch was. Die war doch noch richtig, richtig schön. Ne? Also, wer sie nicht kennt, heute ist das ein bisschen überholt als Serie, weil ganz einfach, sie spielte in der echten Welt und die echte Welt hat sich nun mal ein bisschen gewandelt, von der Optik her, von der Technik her und so weiter und so fort. Ne? Und da merkt man halt, wenn man eine alte Sendung sieht, dass das früher alles ein bisschen anders war. Oder anders formuliert, die hatten noch keine Handys. Mal als Beispiel. Oder Internet oder sowas. Das gab es halt damals noch nicht. Okay, das können wir uns nicht leisten. Das könnten wir uns leisten, das will ich aber nicht. Ich habe mich doch nicht verguckt. Ein Herzchendolch. Cool. Okay, Blumen lassen wir. Alles schön. Es geht weiter. Auf der Suche nach dem richtigen Weg zur Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Und wir sehen, wir sind falsch abgebogen. Es geht doch nach unten. Schade. Okay, wir müssen den anderen Weg nehmen. Ich habe es fast vermutet. Ich habe schon vermutet, wahrscheinlich muss man
nach unten, um dann wieder nach oben zu gehen. Aber gut. Ich stecke ja nicht drin. Also machen wir es nochmal. So, doppelt hält besser in der Hilfe. Macht gleich dreimal so viel Schaden. Lee zieht sich lässig zurück. Das Pferd hilft. Ich glaube, das Schnauben reicht. Und dann können wir unseren Weg fortsetzen, direkt nach unten. Wir müssten jetzt nämlich an die Kreuzung kommen. Und dann können wir Richtung Truhe. Und ja, das gibt wirklich Erfahrungspunkte und Gold. Eigentlich ist das gar nicht schlecht. Auch wenn das natürlich echt Spielzeitstreckung ist gerade. Aber gut. So, jetzt bitte nach unten. Nach unten. Wendy sagt, sie ist Wendy. Wendy habe ich nicht erstellt. Die wurde hier zugeordnet. Okay, Frage an euch. Lisa hat einen Schluck auf. Sollen wir sie erschrecken? Erschrecken oder nicht erschrecken? Das ist die Frage. Beim letzten Mal hat es funktioniert mit dem Erschrecken. Aber es kann ja auch sein, dass sie sich dabei noch mehr verschluckt. Okay, Jonas. Ich erschrecke sie. Sieben Punkte Schaden und Sumi fühlt sich ganz schuldig. Das wollte sie so nicht, aber gut. Wir sind im Gasthaus, alle werden sich wieder erholen. Lisa wird ihre Kopfschmerzen loswerden, die sie gerade gekriegt hat. Und die kleineren Blessuren, die sind gleich wieder vergessen. Hier gibt's eine Freundschaft zwischen Lee und Aiden und Sumi und Lisa sind gute Bekannte geworden. Sie helfen sich auch gegenseitig. Wir können uns alle nicht beschweren. Alles wird gut, alles wird super. Und Sumi soll zum Pferd. Hi Pferd. Hast du schlechte Laune? Ich hab dir extra einen Apfel mitgebracht. Guck mal, hier. Vielleicht willst du... Ja, bist ein gutes Pferd. Ja, schön. Und schon geht's dir wieder besser. Bist ein gutes Pferd. Sehr gutes Pferd. Sumi hat das Pferd aufgemuntert. Sie sind Freunde geworden. Schmusewange wurde erlernt. Und die MP regenerieren, wenn das Pferd mal den anderen ein bisschen knullt. Gut. Ein Explosionskittel. Die Explosion war voll beabsichtigt und nicht aus Versehen durchgeführt. Alles war so, wie sie es auch beabsichtigt hatte. Oh ja. Oh ja, oh ja. Okay. Ich fürchte, alles andere ist wieder mal zu teuer. Ja. Das lassen wir auf, weil wir nehmen die ja gerade nicht mit. Alles gut. Angriff. Gibt's ein Level-Up? Knapp? Nee, gibt's nicht. Müssen wir nochmal verfuttern. Aber dann. Sehr gut. Und... Sie. Weil sie sich gerade so tierisch freute, vielleicht reicht's... Ah, nee, doch nicht. Es war ein Versuch wert. Okay, ab zur Truhe. Weit ist der Weg und dann ab zum Ausrufezeichen. Okay, wir kommen noch nicht direkt zur Truhe. Erstmal hier so noch eine Mission als Zwischenstopp und danach kommen wir zur Truhe. Wie gesagt, die Wege sind im Spiel definitiv länger und wir haben noch ein paar Gegner. Aber wir leveln gerade ganz kräftig. Und ich denke mal, wir werden es auch brauchen. Wenn ich das Prinzip des Spiels gerade richtig verstehe, ist das jetzt so ein bisschen die Levelphase. Und es erinnert mich sehr an Final Fantasy 14. Nee, 14 war der Online-Teil. 13? Das Spiel vor dem Online-Teil. Weil da war das auch so. Man hatte eine lineare Story am Anfang, dann kam man in eine Open World.
Und da sollte man leveln, nur um dann den Endgegner besiegen zu können. Und wenn man nicht genug gelevelt hat, dann kam man nicht durchs Ende durch. Wobei es nicht stimmt, ich habe es so damals geschafft. Ich habe bloß 6 Stunden gebraucht am Endgegner. Das war damals ein Kampf, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so ist es nicht designed gewesen, das Spiel. Das Spiel war designed, bitte level dich hoch, um dann möglichst leicht den Endgegner besiegen zu können. Das war damals sogar so komisch, dass wenn man da zu viel gelevelt hat, der Endgegner plötzlich ganz leicht wurde. Aber gut, habe ich gelesen. Weil die meisten schrieben nämlich, der Endgegner ist zu leicht. Und ich habe gelesen, also ich habe nachgelesen, weil ich hing an dem ja 6 Stunden oder so. Und dachte so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Und dann lese ich, der ist doch ganz einfach, wenn du vorher eine Woche grindest und immer nur levelst und so weiter. Und naja, also deswegen, ich habe den Eindruck, das ist hier ähnlich. Das ist nicht gut. Ich überlege gerade, also ich lasse es erstmal. Ich überlege, ob man sie durchdrehen lässt, aber ich lasse es erstmal. Vielleicht schaffen wir es auch so. Weil diese... Die Echsen sind ein Problem. Die sind relativ widerstandsfähig und die können halt so einen blöden Flächenangriff machen und das ist ungünstig. Aber noch sieht's ganz gut aus. Das war nicht lustig. Okay, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt doch mal agieren. Sie in Dings. Streuer. Nicht, dass die Echsen uns gleich umhauen. Okay, noch sieht's gut aus. Lee hat die heiße Pfanne, kriegt noch Unterstützung. Das Ding ist weg. Jetzt haben wir nur noch die beiden Gegner, das müssten wir auch so kommen. Okay. Ah, ja. So, sie kommt wieder raus. Streuer, Leben. Wir heilen ihn. Und dann müssten wir die anderen auch langsam aber sicher mal eliminieren können. Sumi ist dran, macht einmal Flächenschaden auf alle. Gut, wir haben nur noch einen. Ich habe keine Probleme mehr mit der ganzen Sache. Jo, der ist weg. Da hätte ich auch einen Standardangriff nehmen können. Aber man kann auch den hier nehmen. Die Mana-Punkte haben wir. Die MP. So. Wenn du nicht wusstest, dass man mit Y die Zeit anhält, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, dass man mit B oder ZR alles beschleunigt. Nee, weiß ich nicht, aber ehrlich gesagt, das ist auch nicht so schlimm. Ich lasse das hier durchlaufen. Das mache ich in keinem Spiel. Ich überspringe in keinem Spiel irgendwie absichtlich irgendwelche Sequenzen oder Kampfsequenzen. Ich finde, das ist... Das stört mich. Das reißt mich immer aus der Immersion, wenn ich das mache. Und ganz ehrlich, das ist ja auch mein großer Kritikpunkt an dem Programm hier. Mein großer Kritikpunkt ist, dass es sich zu stark wiederholt und so eine Mechaniken im Prinzip fördert. Ne? Also eigentlich ist es darauf ausgelegt, bitte alles überspringen. Spielt's nicht, sondern lass es automatisch spielen. Und das muss ich sagen, ja bloß, wenn es ein automatisches System ist, warum ist es dann überhaupt da? Also wenn es automatisch gespielt werden soll oder viel übersprungen werden soll, dann ist die große Frage, wofür ist das Programm dann überhaupt da? Warum habe ich es denn dann überhaupt so lange gemacht? Ja, dann kann ich es doch auch kürzen. Mal so grob gefragt. Aber ich danke für den Hinweis. Danke für das Erklären. Ich bin für so eine Sachen immer relativ dankbar und offen. Das weiß auch Lea. Die hat mir damals ja die Sims 4-Steuerung ein bisschen noch erklärt. Also deswegen, da bin ich sehr dankbar. Herzlichen Dank für die Info. Ja, also nicht falsch verstehen. Aber nicht wundern, ich werde es nicht einsetzen. Sagen wir es mal so. Hey, du hast ja ein neues Outfit. Sieht total schick aus. Ich fühle mich auch wohl darin. Oh ja, und ignoriere die Flecken, die kommen von... Ach, das willst du nicht wissen. Das Kompliment kam gut an. Okay. Aber
Aber das mit Y und B wird aber auch nicht erklärt im Spiel, oder? Nur mal so gefragt. Also, wenn man nicht aus Versehen mal die Taste gedrückt hat, weiß man es eigentlich nicht. Ist genauso wie das Pling und A drücken, wenn man an irgendwas vorbeiläuft, was man sich ansehen soll. Das wird ja in dem Sinne auch nicht erklärt. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Das möchte ich nicht abstreiten. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. So, wie sieht's denn aus? Genau, das wird, glaube ich, nämlich wirklich nicht erklärt. Also ich habe es nicht mitbekommen, sagen wir es mal so. Wenn es erklärt worden ist, dann tut es mir jetzt leid. Gut, aber du hast es auch nicht gesehen oder weißt es jetzt spontan nicht. Ich meine, was drin ist, ist ja hier der automatische Kampf, ne? Das wissen wir ja. Da kann man sich ja dann wunderbar zurücklehnen. Da machen sie ja alles automatisch. Und dann guckt man ein bisschen Kino, so in der Richtung. Okay, Lea, du musst einkaufen, bist aber gleich wieder da. Okay, bald wieder da. Lass dir bitte ganz viel Zeit, nicht hetzen und viel Erfolg beim Einkaufen. Und danke, dass du da warst. Okay, Gasthaus. Und jetzt kommen wir hoffentlich zu den Truhen. Ich öffne die einfach alle. Ja, also, wir haben ja diesen Umweg extra gemacht, um zu den Truhen dann zu kommen. Erstmal ein Brief von Skipper. Tulip, du bist spitze. Keine Ahnung, warum ich das in diesem Brief schreibe, aber ich hab's einfach mal getan. Dein Skipper. Okay, dank dir, Lea. Danke. So. Keine Zuneigung, die gewachsen ist. Naja, macht den Aufenthalt wahrscheinlich im Gasthaus kürzer. Auch wenn das Programm mal wieder meint, ich solle doch mal eine Pause einlegen. So, hier oben. Ja, er bräuchte mal wieder einen neuen Stab. Er hat schon so lange keine neue Waffe gekriegt, deswegen machen wir mal einen antiken Pixar. Schick. Sehr schick. Wir haben ausgerüstet. Aiden hat ein Geschenk gekauft. Hey Lee, ich habe dir ein Geschenk gekauft. Für dich. Nimm schon. Lee erhält ein Geschenk von Aiden. Danke. Mal schauen. Okay, das ist ein Neuwagen. Wow, ein ganzes Auto. Gar nicht übel. Leider ist es nur ein Spielzeugauto, aber Lee ist trotzdem begeistert. Ja, für ein ganzes Auto hat es nicht gereicht. So viel Geld hat der liebe Aiden nicht, aber so ein kleines Spielzeugauto, das konnte er sich leisten. So, sie haben gelernt und... Oh nein, Sina hat das alles gesehen. Immer nur Lee, das ist nicht fair. Das stimmt schon, aber sie ist eifersüchtig. Hoffentlich keine große Beziehungskrise, aber scheint nicht passiert zu sein. So, wie sieht's denn hier aus? Karaoke und Park? Machen wir später. Erstmal futtern und wir ziehen dann weiter. Angriff. Angriff. Ich sagte Angriff. Nochmal. Okay, jetzt haben wir's. So, nochmal Angriff. Sie. Da reicht auch einmal Essen. Angriff und Abwehr.